Knapp ein Jahr nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sorgen Mitarbeiter der Malteser immer noch für psychologischen Beistand bei den Betroffenen vor Ort. In Gmünd, einem Ortsteil von Schleiden, fand am Donnerstag eine von Angehörigen und Freunden gestaltete Trauerfeier zum Gedenken an Christoph, einem damals knapp 19-jährigen Helfer der Gelben Enge, statt. Er wurde an der Brücke über die Urft von den Wassermassen in den Tod gerissen. Die Traumatherapeutin Julia Blank von den Maltesern beschreibt, welche Möglichkeiten es für die Verarbeitung dieses Dramas gibt. Uns ist es total wichtig, die Leute nicht allein zu lassen, weil es war natürlich erst ein Riesenaufgebot an Menschen hier in dem Ort. Und das war für die Leute schwierig, dann so dieses, okay, erst helfen ganz, ganz viele und dann sind wir auf einmal wieder auf uns gestellt und ganz alleine. Und ich sage immer, Trauma heißt im Kern allein sein. Und uns geht es eben darum, zu zeigen, nein, ihr seid nicht alleine. Und wir hatten auch während der Flut schon immer wieder Straßenfeste und Grillfeiern organisiert, um eben die Leute gemeinsam aus den Häusern zu holen und zu sagen, okay, und ne, was ist, hält euch noch am Leben? Ne? Also stattdessen zu geben und auch neue Erinnerungen zu schaffen. Extreme Starkregenfälle verursachten im Juli 2021 verheerende Überschwemmungen an Flüssen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. In Gmünd hinterließen die normalerweise kleinen Flüsse Urft und Olef mit ihren Wassermassen ein Bild der Zerstörung. Viele Häuser wurden beschädigt, andere komplett zerstört und zum Teil auch weggespült. Björn Hoff von den Maltesern blickt zurück. Das Wasser muss in der einen Nacht um gute 5, 6, 7 Meter gestiegen sein im kompletten Tal. Und hier an der Stelle, wo die Olef in die Urft mündet, muss eine riesen Walze gewesen sein. Das Treibgut steckt auf jeden Fall in die Gegenrichtung, in den Brücken. Da hier Stromausfall war und auch keiner gefilmt hat, weiß man es im Detail nicht. Hier sind hunderte von Autos wohl zerstört worden, zum Teil hier durchgeschwemmt worden, stecken geblieben und haben einiges kaputt gemacht. Ne? Gegenüber das Ufer war Natursteinmauer. Die ist ziemlich völlig zerstört worden. Die Malteser hatten bei den Aufräumarbeiten der Versorgung mit Hilfsgütern, der Einweisung von Fluthelfern und mit psychologischer Hilfe eine führende Rolle übernommen. Bei dem Hochwasser im Juli handelte es sich um die schlimmste Naturkatastrophe Deutschlands seit über 60 Jahren. Mehr als 180 Menschen kamen ums Leben.